Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Endlich geht es weiter für mich. Ist ein bisschen her, als ich das letzte Mal hier gespielt habe. Und ja, jetzt schauen wir uns mal an, was uns heute so erwartet. Wir haben eigentlich bloß diesen einen Auftrag, den Lauschangriff. So würde ich sagen, fahren wir doch einfach gleich mal dorthin. Mit der Sting. Das ist, glaube ich, ein neues Motorrad, das ich bisher jetzt noch nicht hier gefahren bin. Sieht aber auf jeden Fall nice aus. Okay, mal schauen. Boyan Gwalam, can I help you with something? Yeah. Are you Ping? No, there's no Ping. How about the owner then? I'm the owner, which is not Ping. All right, not Ping. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? I'll manage. My number's on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. Mal schauen, ob wir das machen werden. Did you get the bug? I got it. Really? Das muss doch jetzt nicht sein. Sorry, ich muss da mal durch, Leute. Bitte macht Platz. Da ist irgendwas, das glänzt. Come on. Muss das so weit laufen? Oh, das war's schon für ihn. Gut, haben wir die Tasche wieder. Did you get the bug? I got it. Our surveillance team reports that you should be able to get onto the roof from the construction site next door. Whatever you do. Don't let them see you planting that bug. No shit. Okay, eine Wanze. Im Restaurant platzieren. Sorry, darf ich mal kurz ein Auto hier ausleihen? Danke sehr. Kommst du gleich wieder zurück? Wenn ich richtig bin, ist das jetzt aber eine Triaden-Mission. Also verwanzen wir wahrscheinlich in ein Restaurant von der Gegnerseite. Oder von der Konkurrenz, besser gesagt. Treten Sie auf die Konstruktion, um die das Golden Koi zu gelangen. Boah. Schön Aussicht, Ausschau halten nach was Glänzendem. Beispiel da vorne. Nice Tresor.
1000 plus 1440. How'd the bus thing go? Good. We can fight, huh? Yeah. What? Nothing. Hey, don't try that shit. You got something to say, talk. I don't go on. It's too easy. This guy comes out of nowhere. This dog guy is pressing us. Nah. Okay, leise. Klingt eine Wand in den Schacht der Klimaanlage. Wir haben 2 Minuten Zeit. Hey, I'm getting some noodles from the kitchen. You want some? Sure. Oh, shit. What kind? They're fucking noodles, Vincent. Whatever's back there. I kind of feel like pork. So get pork. You want pork too? Look out, whore. Was muss ich, Was muss ich denn jetzt hier machen? Was muss ich machen? So, das sollte man vielleicht auch noch wissen. Das war. Knacken Sie das Schloss zur Hintertür. Oh shit, leise. Als ob die das nicht bemerkt haben. Soweit habe ich bisher noch nie gespielt in dem Spiel. Da ich noch nie eine Tür knacken musste. Aber auf jeden Fall haben wir zu lange gebraucht. Doof. Naja. Gut. Sollte es vielleicht erstmal wissen, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Kalibrieren. Das ging doch schon mal besser. Sollten wir zumindest genügend Zeit haben, um die Tür zu knacken und von hier zu verschwinden. No. Das ist auch immer ein bisschen das gleiche System. Das Türen knacken bei den Spielen. Nice. Okay, dann war es doch ein Cop-Auftrag. Gut. Da sage ich nicht nein. Zeitlupen-Vorgeangriff.
Da wir noch keine Waffen haben, spielt das eigentlich keine Rolle. Tiffany. Hey, Way. Ich brauche Ihre Hilfe. Tiffany? Tiffany? Woher kennen wir Tiffany? Oder besser gesagt, wer ist Tiffany? Hier gibt es eine Kamera. Eine gute Frage, wo das Schaltpanel ist für die Kamera. Ich schätze mal da oben drauf. Irgendwo. Habe ich wahrscheinlich vorhin übersehen. Oder auch nicht. Doch. Kamerasteuerung. Kurz mal hacken. Oh, bin ich doof. Die 1 könnte stimmen irgendwo. Nice. Shit. Ich dachte, er würde eine Superheldenlandung machen, aber wohl nicht. Taxi. Das ist der einzige Punkt, ja doch. Dann dorthin bitte. Vielen Dank. 310 Hongkong Dollar. Übertrieben teuer. No, I'm in big trouble. I really need your help, please. What's wrong? It's this. A gun. Yes. Charlie made me carry it in my purse for him. He didn't want the cops to find it, so he made me take it. And now he's gone, and I don't know what to do with it. Charlie, he's one of Dog Eye's people, right? Yes, and you took over, right? So in a way, the gun is yours too. You'll take it, won't you? Sure, I'll take it. That's it? That's your big problem. Yes, thank you so much, Way. I knew I was right to trust you. Don't worry, Tiffany, I'll take care of it. Thanks, Way. You're the greatest. Sicher doch. Vielen Dank für die Waffe. Jetzt haben wir endlich eine Waffe. Nice. Find ich gut. Welchen Beitrag haben wir neu hinzubekommen? Ist das Hotshot? Nee, oder? Ich sollte eigentlich immer gleich lesen, sonst habe ich keine Ahnung, was Neues dazugekommen ist. Schlecht das? Neubewertung. Ich glaube das. Überarbeitete psychologische Beurteilung auf Anfrage der AIE des SFPD 16. Juni 2010. Basierend auf der SFPD-Ermittlung 2011 A56.
Siehe dazu den folgenden Bericht 2010A4322 der Abteilung für interne Ermittlungen des SFPD. Komme ich nach mehreren persönlichen Gesprächen mit dem Patienten zu folgenden Neubewertung. Officer Shen wirkte angespannt, psychisch angegriffen und erschöpft. Die genannten Symptome spiegeln seine derzeitige Situation wider und sind in keiner Weise abnormale psychologische Verhaltensweisen. Die Behauptungen, Officer Shen hätte seine psychologischen Orientierungspunkte verloren, ist angesichts des Verlaufs der Gespräche in meinen Augen völlig haltlos. Officer Shen ist sich seiner Situation bewusst und sowohl mit seiner Rolle als Undercover Officer als auch mit dem Gesetz in vollem Umfang vertraut. Anmerkung des Ermittlers: Nicht für Gewerkschaftsanwälte bzw. Verteidigungsausschuss des HKPD bestimmt. Analyst ist befangen. Love is love. Adi, yo.